Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Gruß geht wieder mal raus an alle anonymen Anoholiker. Bevor wir mit unserem eigentlichen Plan weitermachen und uns in der neuen Welt um die Zigarreninsel kümmern, müssen noch ein paar kleine andere Dinge erledigt werden. Angefangen bei der Expedition, die ist zurückgekehrt und muss wieder losgeschickt werden. Schlachtkreuzer bereit! Nanu? Wieso denn diesmal keine Meldung? Was gab's denn? Einen Orca scheinbar, Blobfisch und gelbe Haarqualle, damit kann ich nichts anfangen. Dann mal wieder los, was gibt's diesmal? Zoologische Expedition? Nicht wirklich. Botanische Expedition? Gibt's denn nichts anderes? Keine Piratenjagd, kein Rettungseinsatz. Das ist aber doof jetzt, ne? Dann soll's wohl wieder eine zoologische Expedition sein und die kleinen botanischen Expeditionen, die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Kann ich doch verwerfen, oder? Schauen wir gleich mal. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Ja, das weiß ich nicht. Ohne wird's schlecht. Expedition 1. Ich werde niemals seekrank. Das will ich hoffen. Davon gehe ich auch mal aus, wenn du hier als Kapitän unterwegs bist, mein guter Junge. Hauen wir mal wieder alles voll. Zack, zack, zack. Stimmt. Expedition beginnen. Jawohl. Los geht's. Und hier, was denn damit hier? Expedition. Wir können nur auf guten Wind hoffen. Löschen. Auf mehr nicht. Weg damit. Brauche ich nicht. Genauso wenig das. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Ja, dann wär's aber Hagel, mein Guter. Sehe ich zumindest so. Ja, dann können mal wieder ein paar neue Expeditionen beschafft werden. Ran damit hier. Leider hatte ich kein Glück bei meiner letzten Würfelaktion. Da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, aber es wollte einfach nicht so, wie ich will. Dann müssen wir jetzt mal schauen, ob wir noch irgendwo was zusammenkratzen können oder was beschaffen können. Vielleicht haben wir ja mal Glück diesmal beim Würfeln, aber naja, ich gehe mal eher stark nicht davon aus. Neuer Auftrag? Haben Sie ein reines Gewissen? Komm, wir probieren es mal. Ich hätte ja gern den Kollegen, der mir da die Produktivität um 50% erhöht und dann Arbeitskräfte und Co. einspart. Aber das keine Ahnung, wo der hin ist. Wahrscheinlich im Urlaub. Ich bekomme den einfach nicht mehr ran. Steine, Steinbrüche und Minen, aber leider nur die Arbeitskräfte. Da wäre dann Produktivität schon schöner. Es soll wahrscheinlich heute nicht sein hier. Nee, Abwehrgeschütze, Besucherhäfen, Universität und Krankenhäuser, das brauchen wir auch alles nicht. Oh. Sei doch mal gnädig, mein guter Eli. Was soll ich tun? Hat wahrscheinlich keinen Sinn. Gut, dann lassen wir es halt sein. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für gar nichts. Ach, kann es denn in der neuen Welt schon weitergehen? Sind denn die ganzen Frachter schon angekommen? Habe ich überhaupt welche hergeschickt? Wie sieht's denn aus? Oder waren die zurückgekehrt nach Dolovny? Ja. Na was machen wir denn mit euch? Nochmal vollpacken mit Material? Ich müsste mich da auch noch um die kleinen Inseln kümmern in der neuen Welt und die mit Holzfeldern bestücken, denn da habe ich ja die komplette Angelegenheit mit der Holzversorgung vergessen, was die Zigarren betrifft. Und dafür brauche ich auf jeden Fall wieder alles. Naja. Du kannst noch ein paar Dampfmaschinen mitnehmen. Ball drehen! Mit einer leeren Ladekammer lasse ich dich nicht los. Na, Fenster, passt doch, dann packst du das ein. Wendemanöver! All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja, wenn es denn was Feines ist. Ich schau gleich mal. Stahlträger. Zum Horizont! Jetzt bitte noch ein bisschen Bretter und ein bisschen Ziegel. Dann könnt ihr eigentlich wieder los. Ja, was gibt's denn? Oh. Ich sehe direkt ins Auge des heraufziehenden Sturmes. Ist doch auch wieder nur eine zoologische Expedition, Leute. Rettungseinsatz, Piratenjagd und so. Neue Ziele?
Das sind die Sachen, die ich ja jetzt sehen will. Ab mit euch in die neue Welt. Da geht's dann gleich weiter für euch. Kannst du noch was für mich erledigen? Wieso stehst du hier drüben? Du hattest doch irgendwas vor, oder? Wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht mehr was. Ah, ärgerlich. Naja. Hi. Dann bleibst du halt hier jetzt stehen. Im guten Grandfords. Im Hafenbecken. Ihre Weide könnte noch Schutz bieten. Bis ich wieder weiß, was ich da erledigen wollte. Ach, meine gute Prinzessin, du erinnerst mich da an eine Sache. Ich wollte doch auch nochmal bei der Diplomatie reinschauen und wie es denn mit meiner Anna aussieht. Ist da wieder was möglich? Einschmeicheln wohl eher nicht. Geschenk, ja. Wir nehmen es. Durchaus. Und Handelsrechte immer noch unmöglich. Ja, wie viel Honig soll ich dir denn noch ums Maul schmieren, Aufgabe? Komm nur her, wenn ich dich brauche, sonst bereust du's. Ja, von mir aus. Dann halt später. Genug jetzt um den heißen Brei geredet. Machen wir mal weiter. Falsche Insel? Hier soll's hin. Auf jeden Fall muss hier oben noch eine Handelskammer mit hin. Da waren wir stehen geblieben und da wird gleich mal... Das sieht doch ganz gut aus, da wo es jetzt steht. Da eine hingepackt. Reingesetzt wird die gute Dame. Tabakplantage, Produktivität um 20% erhöht und... Und der Bodenkundler auch nochmal satte 15%. Für die Tabakplantagen. Immerhin besser als nichts. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Na schön, dass ihr auch schon losgefahren seid. Wir brauchen Tabak. Eine passt noch hier rein. Sowas hatten wir hier noch. Natürlich, zwei Stück stehen schon. Erzähl keine Lügen hier. Auf jeden Fall passen da oben bestimmt auch noch zwei, oder? Einmal, zweimal... Beide noch mit im Einflussbereich. Ja. Hola. Ja, hola, dir auch. Hoffen wir doch mal, dass jetzt die Felder noch hinpassen. Ansonsten müssten da noch... Oh, da müssen bestimmt noch Anpassungen vorgenommen werden. Naja, gut. Das kann zugemacht werden bis hierhin. Müsste aber schon noch hier unten entlang. Gut, gibt schon mal eine Verbindung bei dir nach unten. Nun zu dir. Schön entlang am Rand. Dass die anderen beiden auch noch durchpassen. Jetzt zu euch. Die 288 Plantagen, die gefallen mir nicht. Da muss es doch noch irgendjemanden geben, der sich da um die Module kümmert. Gibt's doch bei den anderen Plantagen auch. Moment mal. Das reicht ja schon. Da war ja nur eine neben der Handelskammer. Ähm, 227, 99, 185. Ja, da muss auf jeden Fall noch die Straße verschoben werden. Reicht's denn schon, wenn ich das... Wenn ich das so mache, schauen wir mal. Das kommt weg. Hier kommt's. Nee, hier kommt's wieder hin. Halt! Eins zu viel. Du kommst darüber und dann passt die ganze Sache doch wieder. Hoffen wir mal. Schließen wir zuerst mal das ab hier. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an Sie übergeben. Ja, brauche ich aber nicht, mein Junge.
Arthur Ramshackles Pläne für große Wasserspeicher kannst du dir sonst wohin stecken. Nicht doch. Verschwenden sie nicht anderer. Aber sicher doch, tue ich das. Meine liebste Beschäftigung. Ganz besonders bei dir. 264, ja, könnte durchaus passen. Jetzt, na wartet mal. Ja, da müssen wir das nochmal rausnehmen hier. Und das eventuell auch noch. Da könnte ja da sogar noch eine reinpassen, die sich damit im Einflussbereich dann befindet. Hier runter. Gut, dann muss die Straße halt doch noch ein bisschen dann umgeändert werden, aber Moment. Lasst uns die Angelegenheit mal überprüfen. Na, zeig. Jawohl, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Jo. Damit kann man arbeiten. Wo muss denn die Straße da jetzt hin? Passt mal auf. Das nehme ich noch mal kurz weg. Das wird später noch mal komplett umgeändert. Ja, wenn man jetzt wüsste, was ausreicht. Tut mir ja wieder leid für das ganze Herumprobieren hier. Aber was muss, das muss. 251. Ja, das passt. Passt. Nur noch der Kollege hier. Ja, wenn ich da jetzt hier so und hier so das Ganze mache, dürfte das dann wieder passen. Die noch weg. Ah, blöd verlegt das Ganze hier, aber das bekommen wir schon noch hin. Ah, gut. Das jetzt noch. Wen muss ich denn jetzt noch ausbessern wieder? Dich nicht, aber dich, zwei Felder. Das bekommen wir hin. Hier auch noch ein bisschen. Bist du der Einzige, der noch verpflegt werden muss, versorgt werden muss? Nein. Dann machen wir mal zuerst dich. 288, jawohl. Puh. Naja. Geht doch. Und nur zwei Felder verschwendet. Na wohl, nicht mal das. Ja. Und das jetzt noch ein Feld weiter nach oben. Da kann der restliche Platz auch noch genutzt werden durch die Felderchen hier. Und ihr genau Schiff da ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Muss ich jetzt noch mal ran. Hier muss ich mal durch. Da muss das jetzt noch angepasst werden wieder. Ach, Mensch. Was? Das war's schon. 74. So, da gehen wir jetzt hier so unten schön lang. Füllen die Reihe aus. Dass das alles wieder stimmig ist. Keine Felder, keine Arbeit. Ja, und jetzt komme ich hier doch mit den Feldern wieder lang und kann das hier unten schön eben machen. Gerade. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Na gut, nicht ganz, aber besser als vorher. Äußerst verheißungsvolle Karten. Wirklich? Ist das so? Ist ich doch wieder nur bereit. Eine zoologische Expedition. Weg damit! Ja. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Nein, nicht doch schon wieder Rufabbau.
Ich mache keine Fortschritte bei dir. Muss ich doch gleich mal die ganzen Lagerhäuser hier aufrüsten. Ja, dann könnt ihr... Wie fehlende Fruchtbarkeit. Ne? Moment mal. Was läuft denn hier jetzt falsch? Hier läuft doch jetzt irgendwas falsch. Da. Ach, musste ich damit wirklich mit den Keimlingen arbeiten? Ach ja. War dann doch so. Da muss ich die ja noch ranschaffen. Ach. Hatte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. An die Sache. Gut, aber die Handelskammer steht ja so, dass die ganzen Plantagen im Bereich mit sind. Es mangelt an Arbeitskraft. Zum Glück. Muss ich mir jetzt die auch noch kaufen oder habe ich die noch in der Lorni liegen? Auf meiner schönen Insel. Tabak, hier. Produktivität 25%, Tabakfruchtbarkeit bereitgestellt. Dann weiß ich jetzt auch, worum sich die Orpheus kümmern wird. Baldrin! Es sei denn, wir haben jetzt Glück bei der guten Isabel, denn da wollte ich ja eigentlich auch nochmal vorbeischauen und würfeln gehen. Flotte bereit. Ihr könnt eigentlich da stehen bleiben, denn da geht's dann auch weiter. Mal schauen, wie viele Holzfällerhütten wir hier unterbekommen. Hier auf Juanetto wäre dann auch noch ein paar möglich, müsste allerdings auch noch die Ölquellen mit erschlossen werden. Wird dann auch wieder so ein Ding. Aber ich sehe gerade, Kontor, den setzen wir mal schön da unten hin. Da kann da oben der Ölhafen hin und die Verbindung gleich gesetzt werden. Da ein paar Holzfäller, da ein paar Holzfäller und auf der kleinen Insel wird es leider nicht mehr möglich sein. Aber naja, lassen wir uns überraschen. Anhalten. Sicher, dass dir auch niemand gefolgt ist? Ach, na schau mal, das ist ja Worte wunderbar. Können meinen Dank nicht ausdrücken. Nun nehme ich doch mal mit, meine Gute. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ach, Kohlemine, Hammerweg. Äußerst unangebrachte Situation jetzt hier. Ich wollte doch gerade mal schauen. Aber bei meinem heutigen Glück... Bist du hier, um zu helfen? Nein, ich bin hier, um mich ein bisschen umzuschauen und eventuell für den ein oder anderen Spezialisten mal abzuluxen. Brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich schon. Oh, den könnte man aber auch mal mitnehmen. Auch wenn ich jetzt danach nicht wirklich geschaut habe. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Och, da muss ich also auch wieder... Och, lasst mich doch alle in Ruhe. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ja, du wiederholst dich. Ich hab's beim ersten Mal schon verstanden und auch kapiert. Tabakplantage nehme ich mir den auch mal noch mit. Och, hier werde ich ja... Also, du bist ein bisschen... Du bist nicht so geizig. Damit. Bräuchte dann aber noch einmal die Fruchtbarkeit. Naja, geben wir uns jetzt damit mal zufrieden, dass die Kollegen wenigstens schon mal loslegen können. Runter mit dir. Was könnten wir mit dir noch machen? Material ranholen. Fahr mal runter nach Santo Cafego, beschaffe mal ein paar Bretter und Ziegelsteine. Und jetzt, ja, ich schau schon. Problem über Problem wieder. Kohlemine wird renoviert. Arbeit erledigt. Hey, wo ist es hin? Nicht-Angriffspakt, Bände, Prinzessin und Willi, also alle drei zusammen. Na dann. Mein aufrichtiger Dank im Namen der Jungen. Ja, ja.
Ich akzeptiere diesen sonderbaren Vertrag. Wie, was heißt hier sonderbar? Also echt. Willi, ich glaube, du hast nichts dagegen, oder? Keine Sorge, ich nehm's dir nicht krumm. Und jetzt ab mit dir. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Kein Respekt mehr vor mir. Autorität komplett verloren. Ah, das trifft mich schwer. Kann man nichts tun? Tabak, Kreuzlinger eingepackt. Und kann ich hier noch was gebrauchen? Hopfen, bla bla bla. Kautschuk, eher nicht. Nicht wirklich. Auf den ersten Blick. Halt, auch nicht auf den zweiten. Dann rüber mit dir. Ich hoffe, inzwischen ist mein schöner Bärlichingen angekommen. Neue Befehle? Ja, die Buxtehude auch. Ich weiß. Oh, was ist denn hier noch? Investoren, Obrero, Tortilla? Da bräuchte ich auch eine Dame da oben. Kakao, Caucho, achso, das war der Hermann. Poncho, Kaffeerösterei, nö. Bretter und Ziegel solltest du dich eigentlich drum kümmern. Und jetzt das. Den Rest. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ja, was machen wir mit dem Rest? Packen wir auch erstmal wieder rein und schippern nochmal nach oben. Sind unterwegs! Wenn die uns da einmal so die ganzen Propeller anbietet, vielleicht sollte man da doch nochmal hinschauen. Und jetzt rein mit den Dingern hier. Tabak, Saatgut. Und los geht's. Endlich. Dann könnte theoretisch hier noch eine gesetzt werdende Handelskammer. Der Bereich würde reichen. Könnte man hier oder hier dann auch noch eine Tabakplantage hinsetzen. Hier oben auch noch und den Platz noch nutzen. Ne? Das bekommen wir schon noch hin. Das Ganze es dann mangelt auf an Arbeitskraft. Der Seite hier drüben auch noch. Aber noch ein bisschen Platz lassen für die Manufakturen. Halt! Da will ich hin. Auch schon wieder. Anna. Das kann so nicht gehen hier. Das müssen wir ändern. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. 2800. Ganz schön billig geworden. Ja, ich weiß, nicht möglich. Tja, wieder mal wunderbar viel geschafft heute hier. Aber na gut, ein paar Holzfäller könnten wir noch unterbringen. Das bekommen wir jetzt noch schnell hin hier. Fenster raus. Den ganzen anderen Kram bitte auch. Kisten unter Deck. Arbeitskräfte, darum brauchen wir uns ja zum Glück nicht zu kümmern, das reicht vollkommen aus. Ja, die Frage, ne? Viel werden es nicht. Was ist denn das noch? Goldvorkommen! Unerschlossen! Was? Wieso? Warum? Ach. Nein. Fehlen auch die Arbeitskräfte. Oh, ich weiß, wie man das später dann regeln könnte. Muss ja dann sowieso eine Handelskammer davor gesetzt werden, um die Produktivität zu steigern. Da kann man auch die Dame reinsetzen. Oder den Herrn, die Arbeitskräfte senkt. Das könnte man später noch machen, ja. Okay, dann. Was sagst du? Wir formen zusammen einen Markt. Nein, ach, komm schon! Dickes, fettes Nein wieder meinerseits. Oh, passt noch? Passt? Ja, gut, nicht ganz auf 100%, aber da bekomme ich hier hin wenigstens noch was hin. Ja,
2, 4, 6 Stück. Wahnsinn. Und nicht mal alle auf 100%. Ja. Der Druck im Kessel. Einmal noch aufgerüstet. Ne, zweimal. Stimmt. Wie jetzt? Frachtschiff steht bereit. Wollte schon sagen, da müssten doch noch ein paar Ziegel da sein, um das der aufzurüsten. Der Teufel fordert seinen Tribut. Da schauen wir auch so gleich vorbei, mein guter Kapitän. Werde ich mich gleich drum kümmern. Jetzt packen wir mal das ganze Zeug wieder ein. Brauchen wir nicht mehr. Halt, da waren noch ein paar. Neue Befehle? Bretter, das war's. Ziegelsteine, naja. Mehr Druck im Kessel. Der klägliche Rest. Und du machst aber nochmal einen kleinen Zwischenstopp hier auf. Ach, was soll's. Da macht ihr alle nochmal einen kleinen Zwischenstopp. Liegt ja eh auf dem Weg. Kommt mal schön hier nach Cape Spring. Dann fahren wir mal rüber nach Juanito. Setzen da die Holzfäller noch hin. Dann packen wir in der nächsten Folge noch eine neue Route. Setzen eine neue Route an, auf der das ganze Zeug dann hier nach Blissbeak transportiert wird. Wo es dann für die Verarbeitung zu Zigarren bereitsteht. Heute werden wir aber nicht mehr so viel reisen können. Saatgut, Moment mal. Da muss ich nochmal schnell hinschauen. Losgeschickt hatte ich dich, oder? Ja, hatte ich schon wieder Angst bekommen jetzt. Neue Befehle? Da geht's bei dir nochmal schnell ein weiter. Ein letzter Blick. Den Kollegen für Fischöl hatte ich noch nicht, oder? Zweck Tortilla. Nein, hatte ich noch nichts gebaut. Auch noch keiner eingesetzt oder so. Da muss Sie ich mich darum also auch noch kümmern. Verloren. Ja, es wird auch wieder Einfluss irgendwann dazu Einfluss. Gewonnen, Mensch. Frachtschiff steht bereit. Dann kannst du dich eigentlich noch mal ein bisschen Material kümmern. Wie wär's? Lust dazu? Wahrscheinlich eher nicht. Wir sind dabei, aber... Und jo, ich bin wir auch filzen dabei. Alle Besucher. Eine lebensnotwendige Vorkehrung. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ja, gut. Dann lassen wir das heute sein damit. Man kann es ja nochmal versuchen. Halt, da wollte ich hin. Da sollte noch ein paar Bretter und Ziegel eingeladen werden. Und dann können wir euch auch schon noch drüben schicken. Zum nächsten Anlaufpunkt. Zur nächsten Anlaufstelle. Für heute soll es aber wieder gewesen sein. Schauen wir bei der Expedition vorbei. Und beenden dann hoffentlich die ganze Angelegenheit hier in der nächsten Folge. Dass wir uns dann auch wieder neuem widmen können. Nun gut. Zoologische Expedition, ich komme. Die mysteriösen Artefakte. Die Entdeckung einiger sonderbarer Artefakte an Bord verängstigt die Mannschaft. Sie gordert sich an Reling, Kisten, Bretter und sogar an den Tisch des Kapitäns. Eine Warnung, eine Drohung. Und wer hat sie dort abgelegt? Da die nahegelegene Insel unbewohnt ist, kann der Verräter nur an Bord sein. Die Mannschaft muss letzte Nacht etwas gesehen oder erfahren haben. Na, die Mannschaft fragen, wer es war. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Ihre Crew versammelt sich. Ein Matrose tritt vor. Er hatte nicht mit so viel Aufsehen gerechnet. Sie sind von meiner alten Mutter, seufzt er. Vögel, dieser da ist ein kleines Rotkehlchen. Ich habe sie mit ihr gebastelt, als sie krank war. Nun ist sie tot. Ich, die anderen, legen ihm geschwind den Arm um die Schulter. Sie sitzen hier alle, in einem Boot. Na gut, dann belassen wir es dabei. Und segeln mal, und dampfen mal schön weiter.
das war es wieder mal für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.